Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben da draußen. Wie schön, dass ihr heute zu diesem wundervollen ersten Gespräch meiner Geschlechterfrieden-Reihe 2.0 eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück im Conscious Couples Club. Ich bin Luciana und ich bin hier heute mit Sascha, mit dem Friederkrieger. Hallo, Hallo. herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Oh, willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Den Sascha, mit dem Sascha bin ich in einer nächtlichen Scrolling-Session auf Facebook gestolpert, wo jemand etwas von Sascha geteilt hat, was mich dazu gebracht hat, einfach ganz spontan eine Nachricht zu schicken und zu sagen, du, darüber würde ich gerne mit dir tiefer sprechen. Und wir haben dann ein kleines Vorgespräch geführt und sind über ganz viele verschiedene Themen gehopst und bei den Archetypen gelandet. Und speziell bei den beiden Archetypen des Feiglings und des Kriegers. Passend zu meinem Herzenskrieger-Training freue ich mich ungemein heute, über diese beiden Archetypen mehr mit dir, Sascha, zu sprechen. Und vielleicht magst du einfach erstmal erzählen, wie du in diese Archetypen reingefunden hast, wie sie dir begegnet sind, wie du sie in dir gefunden hast, was sie mit dir gemacht haben, wie sie dich verändert haben. Ganz breit gefasst. Wow, also der erste Archetyp, der mir so wirklich bewusst geworden ist, den ich zu mir eingeladen habe, war der Mann. Archetyp Mann, der ganz einfache, nackte, verletzliche Mann, den ich mein Leben lang eigentlich nicht gesehen, nicht gefühlt, nicht geachtet habe, nicht verstanden habe. Und das war vor ein paar Jahren auf einem Berg in einer kleinen Gemeinschaft namens Paradiesli, hier im Appenzell, und saß da alleine für mich am Feuer und habe mir das erste Mal in meinem Leben erlaubt zu sagen, ich bin ein Mann. Hier in diesem Körper, in dieser Inkarnation, in diesem Leben bin ich ein Mann. Und dann kam irgendwann im Laufe dieser Jahre immer mehr dieses Archetypenbewusstsein, dieses anteilsmäßige Erfahren von Energien in mir, zu mir. Und da natürlich unter anderem all die schönen, leuchtenden Archetypen, die wir alle gerne sehen, den König, den Diener, den Magier, den Liebenden. Und auch vor einiger Zeit ganz direkt knallhart in my face, in mein Bewusstsein, der Feigling, über den ich natürlich anfänglich sehr empört war. Wie kann jemand sagen, wir Männer seien alle feige? Wer Wie hat das geht denn das? gesagt? Oder wie ist das Das zu dir war gekommen? mein damaliger schamanischer Lehrer, der mir viel Medizin mit auf meinen Weg gegeben hat, unter anderem auch dieses Feiglingsbewusstsein, dass wir wirklich alle, mit Einschränkung aller, aber doch in einem sehr großen Ausmaß, feige sind in unserem Menschsein, in unserem Mannsein, solange wir Angst haben vor unserem eigenen Licht und vor uns selbst weglaufen, sind wir einfach mal feige und haben Angst, stehen zu bleiben. Einfach mal stehen bleiben und hinschauen, ja, was zeigt mir denn der Feigling? Und ich kann für mich sagen, nach der anfänglichen Empörung habe ich immer mehr Verständnis und Mitgefühl für meinen inneren Feigling bekommen. Und seitdem ich den hier drin gesehen habe und annehmen konnte, sehe ich den halt überall im Außen. Der ist da, der ist allgegenwärtig und zeigt sich mir überall. Immer wieder. Und vor allem da, wo er am wenigsten gesehen werden möchte. Bei denen, die am schnellsten, am weitesten vor sich selbst weglaufen. Ja, es ist für mich immer wieder heilsam und dienlich, neben allen anderen Archetypen, die wir gerne sehen, auch die Schattenarchetypen ins Bewusstsein zu holen. Und einer davon ist halt der Feigling. Und ich habe den mittlerweile sehr lieb gewonnen, weil ich sage, okay, der kleine Scheißer hat seine Arbeit recht gut getan bis jetzt und mich vom Leben abgehalten. Und das Schöne ist halt, diesen Feigling in Liebe annehmen zu können, damit
alle anderen Archetypen, die hinter dem Feigling verborgen sind, durch Mut und Vertrauen nach draußen zu motivieren, aus dieser Komfortzone und dieser engen, begrenzten, mich beschützenden inneren Welt hinaus in die Welt auszudehnen. Und da kommt der Krieger ins Spiel. Der Krieger holt mich hier aus meinem selbst erschaffenen Gefängnis raus. Und dem bin ich umso mehr dankbar, weil er mich in mein Mannsein begleitet. Immer wieder, immer noch, seit Anfang an. Nach aller Ablehnung, allem Männlichen gegenüber und allem, was irgendwie mit Krieg zu tun hat, natürlich auch dem Krieger, weil halt einfach für mich schon das Energiewort Krieg da drin steckt, war ich immer gegen. Ich war immer nur dagegen und habe nicht für mich begriffen, wie ich mit meinem gegen den Krieger sein eigentlich in mir überhaupt erst den Krieg erschaffen habe. Gegen den Krieger in den Krieg ziehen, quasi. Ja, gegen meinen inneren Krieger in den Krieg ziehen. Auf den Punkt. Und das, wenn du das lange lebst als Mann, du wirst halt nie glücklich. Nicht mit dir selbst, nicht mit irgendeiner Partnerin, nicht in irgendeiner noch so wundervollen Beziehung oder Partnerschaft. Solange ich den Krieger in mir ablehne und den Feigling nicht sehen will, läuft es nicht rund in meinem Leben. Und ich kann für mich halt sagen, je mehr ich ins Annehmen all meiner Anteile, all meiner Schattenanteile und meiner Lichtanteile komme und mir erlaube, die Schatten zu mir zu nehmen, im Feigling sein und die ins Licht des Kriegers zu erheben, desto wundervoller, erfüllender und magischer wird mein Leben und ist mein Leben, Tag ein, Tag aus. Mit allen Höhen und Tiefen, die das so mit sich bringt. Und doch würde ich um nichts mehr tauschen oder zurückgehen wollen, sondern gehe gerne in Freude und Erfüllung mit meinem Krieger und meinem Feigling weiter. Hand in Hand, ja, schön. Hand in Hand. Was mich bei dem Thema interessiert, was beim Feigling bei mir so hochkommt, ist auch so der Kontakt zum inneren Kind. Wie würdest du das abgrenzen voneinander? Ist das für dich auch ein Teil des inneren Kindes oder wie würdest du die in Verhältnis oder in Beziehung setzen? Ich würde es nicht abgrenzen, weil dieses All-Eins-Bewusstsein braucht keine Grenzen. Ich mag das früher alles abgegrenzt haben und in alle verschiedene Teile unterteilt haben. Für mich ist der Krieger, das innere Kind, der Feigling, der König, der Liebhaber, der Magier, der Zuhälter, der Verräter, alles eins. Und ist alles in mir drin. Das braucht keine Grenze mehr. Und wenn ich das alles im Einssein zu mir hole, dann wird das eins, dann löst sich das alles auf. Und dann befreie ich mich sowieso. Dann sind irgendwann mal all diese Konstrukte von Archetypen, mit denen wir uns dann interpretieren und identifizieren, sind aber nur noch so Hilfsmittel, sind nur noch Gebrauchsgegenstände wie Messer, Gabel, Löffel und machen aber doch nicht mich aus. Ich bin einfach nur die Präsenz und merke in mir drin, in meiner Präsenz, welcher Anteil sich gerade zeigt, ohne sich von anderen Anteilen abzutrennen. Und das kann in einem Moment der König sein und im anderen Moment der Feigling. Und im tieferen Erkennen und Verständnis zeigt sich für mich ursprünglich in der Essenz, ist alles im inneren Kind. Es entspringt alles dem inneren Kind aus der Urquelle heraus. Aus der kindlichen Urquelle, die mit der Urmutter immer verbunden ist. Ja, so denke, so erfahre ich das. Ich brauche da nichts trennen. Mein inneres Kind macht mich zum König. Indem der König das innere Kind im Vatersein einfach zu sich holt und annimmt. Und das bin ja alles ich. Das ist nicht mein Vater im Außen. Das sind nicht meine Kinder im Außen. Alles ich da drin. Im Wir. Vereint im Wir. Das Ich im Eins als Wir.
Und trotzdem ist ja an manchen Stellen auch sinnvoll, diese Unterscheidungen zu treffen, um etwas klarer erkennen und benennen zu können und auch wirklich dann damit in den Prozess zu gehen. Es braucht ja immer auch das Ich, was erkennt und das Ich, was erkannt wird, um diesen dialogischen Prozess herzustellen. Das finde ich auch ganz spannend an der Idee von Archetypen oder auch an der Anteilsarbeit, wo ja auch ganz, ganz schwer mein Fokus liegt. Und wir hatten auch in unserem Vorgespräch ganz kurz gesprochen über fehlende Initiationsrituale. Oh ja. Als Einstiegspunkt in, warum ist unsere Welt eigentlich so, wie sie gerade ist? Und wieso ist die Männlichkeit so sehr mit dem Feigling verknüpft und so im Ablehnen der eigenen Männlichkeit so oft oder in Übersteigerung, ne, auf der Gegenseite? Ja, wir lernen all diese Muster, wir bekommen alle diese Prägungen mit im Kindsein, als kleine Kinder. Unser kleineres inneres Kind erfährt all diese Muster. Dieser Feigling ist erschaffen worden, als ich ein kleiner Junge. Und im Laufe meines Lebens werde ich älter und der Körper wächst und verändert sich. Doch im Bewusstsein, in meinem Ich-Bewusstsein, ob es nun unbewusst oder bewusst ist, hier in diesem Leben, in dieser Inkarnation, blieb immer in dem kleinen Jungen behaftet. Und das habe ich auch ganz deutlich gemerkt im Zusammenleben mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit der Verbindung und dem Austausch mit meinen Eltern. Irgendwann mal ist mir klar geworden, die sehen mich immer noch als ihren kleinen Jungen. Und irgendwann mal ist mir klar geworden, auch ich sehe mich eigentlich noch immer als der kleine Junge. Ich mache mich in meinem unbewussten Bewusstsein kleiner, als ich eigentlich bin. Ich habe mich immer für schmächtig und klein und dünn gehalten, bis mir mal auf Fotos aufgefallen ist, wo ich mit anderen Männern in einer Gruppe stand. Ich sage, so viel kleiner bin ich gar nicht. Ich bin auch einer von diesen Männern. Warum ist mir nicht bewusst, dass ich ein Mann bin? Warum ist das nicht da? Und da fehlt uns was hier in dieser zivilisierten, europäisierten Kapitalismusgesellschaft. Und zwar dieses innere Kind, wenn ich noch ein Junge bin, wenn ich ein Jugendlicher bin, dieses innere Kind einfach mal loszulassen und sagen, jetzt, ich lass dich los, kleiner Junge. Ich nehme alles, was zu mir gehört, nehme ich mit auf meinen Weg ins Erwachsensein, allen Schmerz, alle Wunden, alle Emotionen, damit der kleine Junge frei weiterleben kann. Und ich gehe jetzt weiter durch die Initiation über eine, was auch immer für eine Hürde. Das kann eine Schwitzhütte sein, das kann die Wüste durchqueren sein, das kann ein Sonnentanz sein, das kann irgendetwas sein, das mich in meinem Bewusstsein aus meinem kleinen Jungen rausholt und ins Mannsein begleitet. Und das habe ich so nie erfahren. Ich hatte damals zwar als 14-Jähriger so etwas wie eine, wie es auch in der Kirche gibt, in dem kommunistischen Teil der Welt, gab es die Jugendweihe, wo wir als junge zu arbeitenden Männern geweiht wurden. Aber nichts in dem Prozess war das Thema vom wirklich bewussten Mannwerden. Sich zusammensetzen mit Männern und mal erzählen, was passiert denn da jetzt im Körper, im männlichen Körper. Und ich denke, das ist bei der Weiblichkeit noch ein bisschen anders, weil sie halt die Blutung erfährt. Und zwangsläufig irgendwann mal irgendjemand mit irgendwem darüber reden muss. Wir Männer haben als Ausgleich den ersten Samenerguss, der irgendwann mal passiert. Und du als Junge eigentlich nicht weißt, hey, Scheiße, warum ist denn jetzt meine Hose nass? Die Hose ist nass, keine Ahnung. Niemand redet mit mir darüber. Was ist das? Woher kommt das? Was passiert da? Bin ich krank? Muss ich mich schämen? Habe ich Schuld? Nichts von all dem wird jemals erwähnt. Und man wird eigentlich sich selbst überlassen. Und irgendwann mal wachst du auf mit 40, 45 Jahren und stellst fest, du bist die ganze Zeit noch im Bewusstsein des kleinen Jungen unterwegs und nie wirklich ein selbstverantwortlicher Mann geworden. Und wie unterscheiden sich diese beiden Aspekte? Wie unterscheidet sich das junge Sein vom Mannsein für dich? Ich stelle die Frage immer wieder in Männerkreisen und hatte am Anfang selbst keine Antwort darauf. Bis irgendwann mal ganz klar war, die Antwort da drin
ist einfach die Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Will ich als Mann weitergehen oder gehe ich als kleiner Junge weiter? Und wenn dich niemand auf diese Entscheidung hinweist, dann gehst du einfach immer als kleiner Junge weiter. Doch irgendwann mal erkennst du da drin, so, hey, ich will jetzt nicht mehr. Ich will dieses kleine Junge sein nicht mehr. Ich will Mann sein. Und dann verändert sich ganz viel. Dann erwacht der König, dann erwacht der Krieger in mir, dann erwacht der Magier. Alle Archetypen erwachen dann auf einmal. Obwohl die sich erst nach und nach dann zeigen im Laufe des Weges. Und für mich ist klar, da ist bei einer Initiation ist eine Schwelle, die ich überschreiten muss. Und die muss ich überschreiten wollen. Und damit ich die überschreiten kann und will, muss ich in mir eine Entscheidung treffen. Und da kann, die kann blockiert sein durch Angst und Zweifel. Und ich muss da rübergehen wollen, über diese Grenze aus Ängsten und Zweifeln und sagen, jetzt will ich. Ich habe zwar mega Schiss vor diesem Eisbad, in diesem kalten Wasser oder vor diesem Feuerlauf oder vor diesem was auch immer. Aber ich will das jetzt. Und mit diesem, oh, da erwacht der Krieger. Der sagt, oh, jetzt endlich darf ich mal aus dem kleinen Jungen rauskommen. Endlich. Endlich werde ich mal gebraucht und ich darf auch mal. Ich darf endlich auch mal. Und diese Entscheidung, dieser innere Raum, diese innere Haltung ist eigentlich alles. Das alles, was es braucht, ist nur eine Entscheidung. Nur dieses Ja, ich will. Ja, ich will mich dem Mannsein hingeben. Ja, ich will dieses Mannsein jetzt annehmen. Ja, ich will meinen kleinen Jungen loslassen, ohne ihn zurückzulassen, sondern einfach nur loslassen. Ich lasse den nur los und halte den. Ich halte den Raum für meinen kleinen Jungen, aber als Mann. Also du bist nicht mehr verschränkt damit und nicht mehr identifiziert damit, nicht mehr eins damit, sondern du desidentifizierst dich damit und wirst zum Mann, der den Raum hält und den kleinen Jungen mitnimmt, ohne diese Verschränkung. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Ja. Und wie war dein Prozess, diesen Krieger zu befreien? Ich habe jetzt gehört, da waren auch viele Herausforderungen, Eisbad, Feuerlauf, Schwitzhütte, also auch irgendwie so Grenzerfahrungen, die auch irgendwie so zu diesem Weg dazugehören, über Hürden drüber zu gehen, wo der Feigling eigentlich zurückschrecken würde. Wie das war. Königlich. Ermächtigend. Richtig, richtig kraftvoll. Ein Erwachen all meiner inneren blockierten, unterdrückten und ignorierten Kräfte. Durch dieses Gefühl von meiner endlosen, ewigen Ohnmacht in meine Macht zu erwachen. Und das war ich kann da nicht einen fixen Punkt benennen, sondern das waren viele, viele Erlebnisse und Erfahrungen und die immer sich wiederholende Entscheidung, ja, ich will jetzt. Ich will jetzt Mann sein. Ich will Aber jetzt immer die in Rolle. Verbindung mit diesen Herausforderungen. Ja, die immer in der alltäglichen Herausforderung. Das waren nicht mal nur Also nicht diese extremen Schwitzhütten, Situationen. sondern auch ganz alltägliche Dinge in der Partnerschaft. Wenn ich dann in meiner Partnerin erkenne, wie sie in ihrem Mann rumläuft, die Entscheidung zu sagen, hey Frau, das ist mein Raum, das ist jetzt mein Platz, ich möchte gerne meinen Platz einnehmen und ich wünsche mir von dir als Frau, dass du diesen Platz in dieser Partnerschaft für mich freigibst. Und damit du auch deinen Platz als Frau einnehmen kannst. Und das hat nichts mit Küchenherd oder sonst irgendwas zu tun, sondern mit dem da drin, mit der Energie. Und die darf in Balance kommen. Und die war halt bei mir jahrelang nicht in Balance. Und das in Balance bringen, das braucht halt immer wieder dieses Pendel auch wirklich mal ausschwingen lassen, bis es sich beruhigt. Und so empfinde ich das auch jetzt immer noch, dass es immer noch ein bisschen ausschwingt, aber ich immer wieder in mir ankomme und sage, hier bin ich zu Hause, hier ist mein Archetyp zu Hause, hier sitzt der Feigling mit dem König und dem Krieger an einem Feuer. Und lässt es sich wohlergehen und tauscht sich aus und sagt, hey, schau mal, hier ist meine Medizin. Schönes Bild, ja.
Ja. Und was würdest du jetzt Männern, die uns zuhören, sagen, wenn sie über dieses Wort stolpern, wie du ja auch sagst? Und da war am Anfang diese Empörung, so ich, Feigling, auf gar keinen Fall. Wie würdest du, was sind so die ersten Schritte, die du mitgeben würdest, sich überhaupt mit diesem Thema bewusst auseinanderzusetzen? Das annehmen, das erlauben. Ich möchte da mitgeben, erlaub dir, von dem hohen Ross der Arroganz und Ignoranz runterzukommen, dich verletzlich zu machen und verletzlich zu zeigen, dir selbst gegenüber, in dir selbst und zu sagen, ja, scheiße, ich bin feige. Ja, ich hatte Angst. Ja, ich laufe vor mir weg. Ja, ich bin die ganze Zeit vor dem Licht geflüchtet. Ich bin vor der Weiblichkeit, vor der Männlichkeit, vor was auch immer geflüchtet. Und diese Annahme, dieses sich selbst erlauben, befreit ungemein, um dann auch wirklich erkennen zu können. Dann zeigt sich dieses Bewusstsein so, fuck, ich war ja wirklich feige. Ich bin wirklich als Feigling durchs Leben gegangen und habe das nicht bewusst gesehen oder wahrgenommen. Und das ist für mich immer der erste Schritt, das einfach sich erlauben, sich einzugestehen. So, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe dieses und jenes erfahren. Ja, ich habe was auch immer alles in Partnerschaften an Leid beigetragen. Diese Erlaubnis, das anzunehmen. So, ja, ich habe auch diesen Archetypen voller Schatten gelebt. Bringt mich eigentlich überhaupt in die Freiheit, von diesen Archetypen, von diesen Schattenanteilen bestimmt zu werden. Der Feigling hat jahrelang mein Leben bestimmt, ohne dass mir das bewusst war. Und erst als ich den Feigling zu mir ans Feuer eingeladen habe, genauso wie mein inneres Kind, genauso wie den Krieger, genauso wie die innere Königin, wie die Liebhaberin, wie die alles in mir, ich habe die alle schrittweise nacheinander zu mir eingeladen, um mit denen ans Feuer zu setzen und zu sagen, schön bist du da. Und dieses Erlauben bringt mich halt aus dem Widerstand raus, der mir unmöglich zulässt, dass ich das erkenne. Der Widerstand erschafft den blinden Fleck und der kann hier eine Mauer aufbauen und sagen, ich sehe nichts dahinter und ich sehe schon gar nicht den Feigling. Und den Widerstand aufbrechen durch das Annehmen und sich erlauben, in egal was, lässt halt diese erschaffene Mauer vom Widerstand einstürzen. Und augenblicklich kann ich dahinter blicken, was ich halt vorher nicht konnte. Ja. Wie hat sich dein Beziehungsleben dadurch verändert? Also wie hast du Beziehungen quasi noch aus dem unbewussten Feigling gelebt versus aus dem bewusst zu dir genommenen und aus dem erwachenden Krieger heraus? Boah. Also, da hast du mich in einem Lebensabschnitt erwischt, wo ich wirklich mittendrin stecke. Ich hatte in meiner aktuell energetisch wirkenden Beziehung, in der ich gerade getrennt lebe, das alles ins Bewusstsein geholt in den letzten 2 Jahren im Zusammenleben mit dieser Frau und habe für mich durch das auch gespiegelt werden von ihr all das überhaupt erst so wirklich erkennen können. Ich habe das vorher mit auf den Weg bekommen und mein Verstand hat das irgendwie versucht einzuordnen und zu begreifen. Doch durch das direkte Zusammenleben mit dieser Frau in einer absolut ehrlichen, offenen, herausfordernden, anstrengenden, schmerzaufzeigenden Partnerschaft ist das halt alles in mein Bewusstsein gekommen. Dieses ja, ich bin ein abhängiger Feigling, der vor sich selbst wegläuft. Und ich konnte jetzt die letzten 3, 4 Monate die Zeit dafür aufbringen und für mich nehmen, für mich den Raum einnehmen und sagen, jetzt bin ich halt getrennt, jetzt bin ich ohne direkte Partnerin, ohne den Spiegel, doch ich habe jetzt hier in meinem Männerraum richtig Raum und Zeit für mich, um bei mir als Mann im Mannsein anzukommen, mit den Verbindungen und mit den Archetypen überhaupt in Verbindung zu gehen, egal welchen. Ob das nun der Feigling oder der Krieger ist oder alle anderen.
Und das passiert jetzt gerade. Das ist jetzt aktuell. Das ist nicht so, dass ich sagen kann, ich kann auf 20 Jahre Lebenserfahrung mit meinen Archetypen in Partnerschaften zurückblicken, sondern bei mir passiert das gerade jetzt halt auch in diesem Bewusstseinserwachenswellenmodus der letzten ein, zwei, drei Jahre. Da kommt ja immer eine Welle nach der anderen. Intens, Und die ja. letzten 6 Monate, die letzten 18 Monate, die letzten 24 Monate, keine Ahnung. Es war ja nur noch intensiv. Und gerade in Partnerschaften ist das dann äußerst herausfordernd, wenn man als direkter Spiegel sich die ganze Zeit mit dem triggert. Also ihr habt dann auch Und quasi in einem Raum oder sehr nah beieinander gelebt und wart so ständig konfrontiert miteinander und auch den Covid-Jahren, ne, wo man ja eh primär drin war. ja, also das wäre nochmal eine Reise für sich, diese Partnerschaft auf den Tisch zu legen. Auf jeden Fall bin ich unendlich dankbar dafür, dass ich diesem wundervollen Menschen als Spiegel und als Begleiterin in meinem Leben und in meinem Herzen mit mir nehmen konnte während dieser Zeit und so viel in die Heilung gehen konnte, in meine innere Heilung. Und ich denke, das wäre ohne sie so in dieser Art und Weise gar nicht möglich gewesen. Weil, ich sag mal, sie hat in mir initiiert auch so diese Idee, dieses Klick in mir drin, das ich vorher mit keiner Frau jemals so erfahren hatte. Ich habe die Frau gesehen und gesagt, ich will Mann sein. Ich will Mann sein. Und das kannte ich vor dieser Frau nicht. Das war völlig nicht in meinem Feld, nicht in meinem Bewusstsein, sondern einfach war immer so klar, so, ja, ich bin halt der Typ mit dem Schniedel und sie ist die Typin mit den Brüsten und mehr war da nicht. Und jetzt war so wirklich, ich will Mann sein, ich will in dieser Partnerschaft Mann sein. Was Ich heißt das für glaube. dich? Jetzt wird's spannend, super spannend, ja. Was heißt das für mich, Mann sein? Da sprengst du jetzt deinen Zeitrahmen. Ich betrachte es so. In der Essenz sind wir im Menschsein energetische Wesen. Und in diesem Körper, ich bin auf meiner Reise durchs Universum zu der Entscheidung gekommen, ich möchte hier in dieses Leben inkarniert werden. Ich habe mir dafür einen männlichen Körper ausgesucht. Also habe ich schon mal die körperliche Ebene, ist schon mal fix. Die ist fest. Mann. Das ist ein Körper von einem Mann, fertig aus. Und dann kam die Frage, ja, was macht mich denn außerhalb von diesem Körper zu einem Mann? Was lässt mich Mann sein? Und da kam auf dieser Reise immer tiefer die Erkenntnis, alles ist Energie. Was also macht mich auf dieser Ebene zu einem Mann? Ich kann das in der geistigen, in der spirituellen, in der körperlichen, in der seelischen Ebene, wo auch immer kann ich das definieren. In der energetischen Ebene schwingt die männliche Energie anders als die weibliche Energie. Und für mich als Mann bedeutet es im Mannsein, ich schwinge in meiner Energie, in meiner Präsenz, in meinem Frieden, um damit den Raum zu halten, meinen Raum. Meinen Raum, den ich einnehme. Und sobald ich meinen Raum im Mannsein einnehme und mich in meinem Mannsein wohlfühle, statt ablehne oder verurteile oder schäme oder vielleicht auch viel zu stark lebe, weil ich das Weibliche in mir ablehne, aber wenn ich das balanciert in mir annehme, beide Teile, dann habe ich eine Aufgabe als Mann. Und das heißt für mich, die Schwingung halten, die Frieden ist. Einen friedlichen Raum halten. Und in diesem Raum, wenn ein Mann, der diesen Raum hält in seiner männlichen Präsenz, dann kann die Frau in ihrer Präsenz, in diesem Raum, in Frieden ankommen. Und das tönt immer so ein bisschen vorbelastet, weil es so interpretieren lässt, dass wir das ohne einander nicht können. Jeder kann und muss das für sich selbst. Jeder muss das, ob nun Mann oder Frau.
Doch im Miteinander, in einer Partnerschaft, gibt es dieses für sich selbst dann nicht mehr, sondern in diesem Miteinander werden diese zwei Ich werden zu einem Wir. Und in diesem Wir kann ich entscheiden, ob ich diesen Raum halten möchte, damit sich der andere Teil in diesem Raum wohlfühlen kann. Und das ist für mich ein wundervolles Dienen als Mann, als Krieger, als König, als Liebender, als Vater, als Großvater, als Bruder. Und das ist auch nur wieder diese innere Entscheidung, wie will ich meinen inneren Raum halten? Und ich kann aus mir, aus meiner Lebenserfahrung hier in dieser Inkarnation sagen, ich habe das lange als aus meiner weiblichen Energie gemacht als Mann. Ich hatte immer in meinen Partnerschaften viel Anteile in meiner weiblichen Energie eingebracht. Und das ging natürlich auch nur mit Partnerinnen, die mehr in ihrer weiblichen, in ihrer männlichen Energie unterwegs sind, damit sich das wieder ausgleicht, damit wir überhaupt zusammenfinden können. Und wie sah das dann konkret aus? Was hast du dann anders gemacht oder was war dann anders, als du das noch so gemacht hast? Ich habe mich oft bemuttern lassen. Ich habe die Frau in meiner Partnerschaft, die Rolle meiner Mutter spielen lassen, da ich in meinem kleinen Kindbewusstsein unterwegs war. Ich habe mich halten und pflegen und hegen lassen und bin nicht niemals in die Selbstverantwortung gekommen, für mich selbst dazustehen. Und habe mich dann immer von der männlichen Energie der Frau, die sie dann einbringen musste, weil irgendeiner muss ja den Raum halten, habe ich mich dann gleichzeitig bedroht gefühlt in meinem Mannsein und das aber nicht verstanden und so immer eigentlich als Mann im Nicht-Mannsein viel Konflikt gelebt in meinen Partnerschaften. Und ohne das zu verstehen, ohne das natürlich mit all den Mustern, ah, die Frau ist schuld und die Frau muss da und die soll machen und die, das ist nicht mein Job und nur mit der Frau kann ich in die Heilung kommen und sowieso und überhaupt. Als Feigling kann ich dir sagen, hat man immer passende Ausreden parat für alles. Das ist wirklich eine Meisterschaft des Feiglings. Ich kann immer tausend Gründe finden, warum ich nicht für mich in meinem Mannsein Verantwortung übernehmen soll. Und in den Partnerschaften hat sich das dann nicht wohl angefühlt. Und wenn ich mal, weil ich das halt aus dem Job oder aus irgendeinen anderen Erfahrungen viel machen musste, in meine unbewusste Kriegerenergie kommen, um im Arbeitsumfeld bestimmen zu können und ein Team führen zu können, dann hat sich diese männliche Energie immer bedrohlich angefühlt. Sowohl in mir, so wie, ah, so viel Macht, jetzt kann ich hier über 10 Leute bestimmen und die müssen alle machen, was ich sage, weil ich der Chef bin. Und habe das dann als Arroganz mitgenommen in mein Privatleben, in mein Familien- und Partnerschaftsleben. Und habe dann natürlich diese Angst vor der männlichen Präsenz, von dieser männlichen Kraft, weil sie nicht beherrscht oder bestimmt war, in die Partnerschaft mitgebracht und auch da immer wieder Angst und Ablehnung von den Frauen erfahren, weil sie sich von dieser nicht beherrschten männlichen Machtenergie bedroht fühlen und unterdrückt fühlen, was ich natürlich auch gut verstehen kann, weil wir das ja Jahrtausende über viele, viele Generationen so gelebt haben. Dieses unbeherrschte, unbestimmte, fremdbestimmte, diese männliche Machtenergie hat immer nur missbraucht und unterdrückt und Gräueltaten und Gewalt verbreitet und all das. Nicht all das Leid ausgelöst, weil wir machen das natürlich beidseitig. Das kann man nicht sagen, dass nur die männliche Seite dafür verantwortlich. Aber wir hatten halt diese Muster. Wir leben diese Muster, diese Unterdrückung. Und wie hast du den inneren Switch in diese beherrschte Männlichkeit, in diese contained Männlichkeit, wie hast du den vollzogen? Wie war dieser Prozess da in dir? Bis jetzt nur im Stillen hier in diesem Raum für mich, wirklich sich mir dem Bewusstsein. Ich hatte jetzt wirklich 3, 4 Monate Zeit hier
Ich hatte keine Ablenkung für irgendwelchen Job oder so. Ich musste nicht arbeiten gehen, sondern wirklich hier mit meiner Präsenz in der Selbstreflexion und erkennen. Mir erlauben, all meine Schattenanteile zu erkennen und zu mir zu nehmen und die einzuladen und zu sagen, hey, schau mal, dieses Bewusstsein über alles das, was ich jetzt hier erzähle, ist in den letzten Jahren in meinen Verstand gekommen, aber erst jetzt so in diesem Winter, in diesem Selbstreflexions-Männer-Zyklus-Rückzugswinter, ist es dann auch hier angekommen und dehnt sich von dem Punkt hier erst überhaupt aus. Hier bleibt es verhaftet. Das wird sich hier nie ausdehnen. Aber hier dehnt sich das aus. Und vielleicht reden wir in 1, 2, 3 Jahren nochmal drüber und dann kann ich dir mehr aus der Erfahrung sagen, wie es im Zusammenleben mit einer Partnerin ist. Jetzt kann ich dir nur sagen, ich habe viel diese Konflikte gelebt und auf den Schlachtfeldern mit meinen Partnerinnen ausgetragen. Auch jetzt aktiv mit der aktuellen letzten Partnerin. Wir hatten halt 2 Jahre Zeit, um wirklich von anfänglich 15 Schwitzhütten alle 2 Wochen sind wir von einem Prozess in den nächsten Heilprozess und von einem Thema ins nächste Thema. Wir haben uns nicht bei Dates oder irgendwo an einem Rendezvous kennengelernt, sondern sie ist alle 2 Wochen zu mir in die Schwitzhütte gekommen und ich war da als Feuermann und habe ja, die Steine zum Glühen gebracht und mit ihr gearbeitet. Also wir waren eigentlich in einem Dauerprozess. Und jetzt durch diese räumliche Trennung seit einigen Monaten von ihr, kann ich überhaupt erst aufarbeiten, kann ich erst in Stille reflektieren, auch ohne die Ablenkung einer ständig triggernden Partnerschaft oder Partnerin. Aber dann kommst du ja nie raus, dann kommst du nie raus. Wenn du immer nur aneinander klebst und bist, du kommst aus diesem Trigger-Modus, kommst fast nicht raus. Bis du mal machst und jeder seinen Raum einnimmt und sie ihren und ich meinen, sie ihren im Frausein, ich meine im Mannsein, mit allen vergessenen, unterdrückten Anteilen, die wir dazu einladen. Und ich bin dankbar. Ich bin dankbar und ich freue mich auf das, wie ich das zuversichtlich und vertrauensvoll auch wirklich alles lebe und leben kann und leben möchte. Ich kann dir nur sagen, von jetzt an ist von hier nach hier integriert. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Nimm uns mal mit in deinen Tag. Wie machst du ganz konkret diese innere Arbeit mit dir, wenn du jetzt da in deiner Hütte sitzt und so viel Zeit hast für dich? Wie gestaltest du deinen Tag, um genau dahin zu kommen, wo du jetzt hingekommen bist? Planlos. Meine Übung ist immer wieder, mir ins Bewusstsein zu holen. Ich lasse mich führen. Ich lasse mich führen und dieses innere Licht halten, Krieger, inneres Kind und König und all die Anteile gemeinsam. Und ich muss es mir nur ins Bewusstsein holen. Und tatsächlich ist es so, dass ich vollkommen frei, planlos in den Tag gehe, in die Woche gehe, es sei denn, ich habe fixe, regelmäßige Termine. Dann nehme ich die natürlich wahr. Dienstags ist bei mir Brüderzeittag, da ist hier Männerkreis. Ansonsten ziemlich frei. Und ich lasse mich von meiner inneren Seelenstimme führen und ich kann das nicht planen, wann ich die innere Arbeit mache. Die innere Arbeit, die zeigt sich, die fühle ich, die kann von einem Moment in den nächsten reinknallen und reinplatzen und dann sagen, jetzt bin ich traurig, jetzt ergreift mich eine Welle, irgendeine Emotion, eine Wut, ein Schmerz, eine Traurigkeit, was auch immer. So aus dem Und dann Nichts heraus quasi. habe ich die Freiheit und nehme mir die Freiheit, hier in meinem Raum einfach alles stehen und liegen lassen und sagen, was ist das jetzt? Jetzt setze ich mich hin und sage, boah, was ist das? Und dann gebe ich dem Gefühl Raum, dieser Emotion, diesen Gedanken und sage,
diesem Schmerz, der gefühlt werden möchte. Und dann sitze ich einfach da und es laufen Tränen und ich erinnere mich ins Atmen und ich fühle den Schmerz und ich gehe nieder auf die Knie. Und das kann draußen sein, wenn ich im Wald irgendwas mache und neues Holz hole zum Arbeiten. Oder das kann hier sein, das kann beim Kochen sein, das kann beim Schnitzen, beim Arbeiten sein. Und auch das mache ich alles ziemlich frei. Und schau, was mich anlacht, was gerade der Moment sich von mir wünscht. Nicht, was ich von dem Moment wünsche, sondern der Moment sagt mir, hey, der Mülleimer ist jetzt voll, mach den mal leer. Oder wenn der Moment sagt, ha, der Mülleimer, der darf noch voll bleiben, jetzt machen wir erst was anderes. Mit wir meine ich mich da drin, mit all meinen Anteilen, mit den Spirits, die hier sind, mit allen, die mich begleiten. Und ich lasse das fließen. Ich lasse das richtig fließen, so wie auch den Morgen heute Morgen. Ich bin aufgestanden und hatte eine Idee, was ich gerne machen möchte. Und dann kam eine Nachricht nach der anderen rein. Und er sagt, ja, jetzt entweder, das ist halt auch wieder die innere Haltung, die ich zu unterscheiden lernen muss. Gebe ich mich dem hin, was gerade ist, was gerade wirklich angeschaut werden möchte? Oder lasse ich mich von dem ablenken, auf das ich gerade meinen Fokus gerichtet habe? Und das kann auch der Verstand nicht begreifen. Das ist für mich nur fühlbar. Lasse ich mich jetzt ablenken von irgendwas, von diesen Gesprächen, von diesen ganzen Nachrichten, die heute Morgen reinkamen? Oder ist es das, was wirklich gerade einfach fließen möchte? Und dann fühle ich da rein und gebe mich dann dem hin, was gerade ist, was gerade möchte, was gerade sein möchte, was ich zeige. Mir ist natürlich bewusst, dass das ist für mich ein mittlerweile 15-jähriger Weg raus aus meinem programmierten Sklavenarbeitsleben. Der Sklave ist auch ein Archetyp, der wird massiv gelebt, massivst gelebt. Und da rauszukommen und zu sagen zu können, hey, ich muss jetzt einfach mal eine Viertelstunde heulen, sorry, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich fühle einfach mal und heule. Klar kannst du das nicht irgendwo im Büro am Computer machen oder an irgendeiner Maschine, wenn du in der Fabrik stehst. Aber das ist ja das Ding. Ich kann nur die Männer einladen, hey, schau dir all das an und fühl mal in dich rein und erlaube dir und dieses Erlauben ist für mich aber Freiheit, heilsam, Medizin. Ich erlaube mir jetzt, das zu fühlen. Ich erlaube mir jetzt, das anzuschauen oder jetzt eine Stunde hinzusetzen und aufzuschreiben, um es integrieren zu können, was ich gerade so erfahre. Ich bin dankbar um diesen Raum. Und das ist auch für mich eine neue, in diesem Ausmaß, wirklich eine neue Erfahrung, die sich jedes Jahr in den letzten Jahren immer mehr ausgedehnt hat. Die ist nicht jetzt wie eine Bombe in mein Leben geplatzt, sondern ich habe wirklich darauf hingearbeitet über die Jahre. Mein Arbeitspensum von 150% auf ein Minimum reduzieren. Und jetzt gehe ich halt nicht mehr arbeiten, sondern ich lebe. Und wenn es da Arbeit gibt, die getan werden möchte, dann tue ich die. Und dann mache ich das. Aber ich habe nicht so wie, ich gehe jetzt arbeiten, Montag bis Freitag. Bei mir war es früher Montag bis Sonntag. Und das, nein, nein. Da braucht es halt wirklich den Feigling zu sagen, hey, Feigling, wir gehen da jetzt rüber, wir geben uns dem Unwissenden, dem Ungewissen hin und schauen mal, wie das ist, wenn wir diese alten Sklavenmuster loslassen und in die Kriegerenergie kommen. Und der Krieger steht da und sagt, boah, was für ein Schmerz, boah, der fühlt sich krass an und jetzt will einfach mal alles gefühlt werden und jetzt will alles fließen und jetzt. Und der Krieger richtet mich dann wieder auf, wenn ich auf die Knie niedergehe, weil der Schmerz so erdrückend ist, dass ich nicht mehr aushalten kann. Der Krieger holt mich da raus. Der Feigling nicht. Der bleibt immer Opfer auf den Knien. Aber auch ein Krieger kann mal auf die Knie gehen, um sich Mutter Erde hinzugeben, um ihr den Schmerz zu übergeben, um sich wieder mit ihr zu verbinden. Und da haben wir auch immer noch Angst vor, wir Männer. Weil wir
uns dann für schwach halten, weil wir das immer vorgelebt und vorgebetet bekommen haben. Wir dürfen das nicht. Wir dürfen solche Dinge nicht fühlen. Wir dürfen mit all den Sprüchen, die man mittlerweile kennt, die immer mehr ins Bewusstsein kommen. Ein Indianer heult nicht und dieses und jenes und ein Mann, der darf das alles nicht. Und das ist das, denke ich, größte Drama der Männer in dieser Welt. Die harte Schale, die davor beschützen soll, den Schmerz da drin nicht zu leben, nicht zu fühlen. Und die harte Schale dient natürlich auch im Mannsein nach außen, in dieser Welt, in dieser kalten Welt, die wir jetzt mit unseren Männerfeuern wieder erwärmen dürfen. Ich finde es super spannend. Vielleicht kannst du es ein bisschen schärfen noch für mich, ne, für uns, die Unterscheidung der Verletzlichkeit oder des sich schwach fühlens des Feiglings versus der Verletzlichkeit und des sich schwach fühlens und hingebens des Kriegers. Das da drin ist verletzlich. Der Feigling, der ist verletzlich. Und der hat als Programmierung mitbekommen, sich zu verteidigen und zum Selbstschutz anzugreifen. Und er hat dafür allerlei Waffen mitbekommen. Ob nun verbale oder körperliche Waffen, da gibt es emotionale Waffen. Alles Mögliche an Waffen, sogar energetische Waffen, denen wir uns am wenigsten bewusst sind. Und der Feigling braucht all diese Waffen, weil er Angst hat vor seiner Verletzlichkeit, um nicht verletzt zu werden. Der Krieger oder der König ist genauso verletzlich, nur erhebt er seine Waffen nicht. Er braucht seine Waffen nicht gegen die Frau, gegen das Kind, gegen den anderen Mann, gegen den Menschen, der verletzt. Der Krieger gibt sich seiner Verletzlichkeit hin und stellt sich der Angst davor, verletzt zu werden, ohne schon die Waffen zur Verteidigung parat zu haben und erheben zu können. Im Notfall, falls die Frau wieder auf mein Herz einsticht, bin ich parat und steche gleich zurück. Das macht der Feigling. Der Krieger sagt, okay, ist okay, ist okay. Es tut weh und ist okay. Der Krieger kriegt nicht. Der Feigling ist der, der kriegt. Wow, danke. Ja. Oh, mag ich mir kurz mal einen Moment Zeit nehmen und euch da draußen auch kurz einzuladen. Das war wirklich gerade echt profund. Das ist in meinem System auf jeden Fall total stark angekommen. Und vielleicht magst du auch einfach kurz mal die Augen schließen und den Unterschied fühlen zwischen dem Teil in dir, der die Notwendigkeit sieht, sich verteidigen zu müssen und zu wollen und zu können. Dass das nicht der starke Teil in dir ist, nicht der Kriegerteil, sondern der Feigling-Teil in dir, der das kann und der das braucht. Und dass der Kriegerteil das nicht mehr braucht, der das halten kann, den Schmerz halten kann in seinem inneren Raum. Wunderschön. Danke. Der Krieger braucht den Feigling nicht, aber der Feigling braucht den Krieger, um ihn von seinem Kriegen erlösen zu können. Der Feigling in uns ist geprägt worden, zu verteidigen, anzugreifen, zu kämpfen, zu kriegen. Der kennt gar kein anderes Leben, weil der Krieger keinen Platz, keinen Raum bekommen hat. Und der Krieger kann den Feigling aus seinem Krieg erlösen. Der Krieger ist der, der den Schutz, den Raum bietet, dass Verletzlichkeit verletzend sein kann und darf. Also der Feigling braucht den Krieger. Der Krieger muss erwachen, um den Feigling
zu erlösen. Danke, dass das gerade fließen durfte. Danke dir. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort für mich. Ich mag dich einladen, dass was immer da noch in dir ist und noch raus möchte, darf gerne noch Raum haben, bevor wir hier einen Punkt setzen, weil das ist für mich der Punkt, auf den wir jetzt gekommen sind. Und hier in dieser Tiefe einfach abzuschließen, finde ich gerade richtig gut. Oh, sehr gut. Danke dir. Hast du noch was, was du den Zuschauern da draußen noch mitgeben möchtest? Da bist du auch rund hier. Ganz gleich, ob Mann oder Frau, erlaub dir, dich zu lieben. Erlaub dir, den Feigling, männlich oder weiblich, durch die Krieger oder die Kriegerin zu befreien. Erlaub dir das. Hab Mut, sei geduldig und vertraue. Aho. Hey, Sascha, Danke. Herzensdank. Danke dir. Danke dem Universum, dass ich auf dich gestoßen bin in meiner nächtlichen Facebook-Scrolling-Session, wofür die manchmal auch so gut sind. Gut, dass Aho, unsere Wege sich gekreuzt haben. aho. Und ihr da draußen, ich hoffe, ihr konntet es fühlen, könnt was für euch mitnehmen. Lasst mir und uns gerne einen Kommentar da. Und wenn Sascha möchte, dann schreibe ich auch gerne seinen Kontakt noch mit hier in die Shownotes, dass ihr euch auch mit ihm auseinandersetzen könnt, ihn kontaktieren könnt, wenn ihr noch tiefer gehen wollt. Wenn du das erlaubst, machen wir das gerne. Sehr gerne. Und dann sage ich an dieser Stelle für heute Tschüss, ihr Lieben, und wir sehen uns im nächsten Video. Ah, Aha. hey, vielen Dank.